Namaste. Guten Morgen. Wer von euch hat heute Morgen schon ein Om intoniert? Hildegard, Branka, Branche, Steffen. Für die anderen ist höchste Zeit. Ja? Höchste Zeit, ein Om zu intonieren. Warum? Weil dann unser ganzes Nervensystem entspannen kann. Durch die Vibration von dem Om. Nicht umsonst wird es ein heiliges Mantra genannt, der Wu-Klang. Und die alten Seher sagen, dass auf dieser Vibration, auf diesem Klang, das Universum aufgebaut ist. Deswegen, wenn wir das Om intonieren, können wir unser Nervensystem, Vagusnerv, ihren Harmonie bringen mit dem Urzustand des Universums. Deswegen lasst uns gemeinsam das intonieren. Bitte heute mal alle mitmachen. Auch die, die gerne den Mund halten, also zuhalten. Wir dürfen ihn mal öffnen heute. Der strittige Punkt bei den Sondierungsgesprächen mit Jamaika-Verhandlungen und so kennt ihr. Da geht es jetzt darum, ob jetzt im Bundestag jeden Morgen das Om intoniert. Da gibt es vielleicht eine Partei, die sperrt sich da sehr und plädiert auf Amen. Können Sie mich jetzt auch singen, wenn Sie wollen, wenn Sie Om zu indisch ist, dann singen Sie einfach Amen. Ja? Gleiche Wurzel, gleiche Klangwurzel. Ein dritten Mal bitte, erst ausatmen, Sie Luft einmal raus, kommt aus Ihren faulenden Lungen, Bronchien. Vitalisieren jetzt, einatmen. Oh.
Und ich bin mir sicher, wenn Sie das wirklich angewandt haben, das ist schon ein Prickeln spüren, eine Vitalisierung in den Blutgefäßen Ihrer Arme. Auch das Hirn ist jetzt schon viel besser durchblutet. Also die Novembergrauheit wird jetzt durchleuchtet, lichtvoll. Glücklicherweise haben drei nicht mitgespielt, ich sage jetzt nicht, wer es war. Drei haben Mund nicht geöffnet. Hinten rechts, hier vorne hinten. Ja, und auch so, warum ich? Ne? Ich bin ja schon durch. Warum soll ich jetzt hier mitmachen? Ja. Also wenn Sie letztens mal geräumt wurden, also durchleuchtet, heißt das noch lange nicht, dass Sie erleuchtet sind. Und auch wenn Sie erleuchtet sind, schadet also das nicht. Deswegen bitte nochmal und diesmal Mund öffnen geht so. Ja, wie beim Zahnarzt. Und wenn er so, das ist es nicht. Das ist es nicht, sondern mit geöffnetem Mund. Nochmal, wegen den drei Damen, die verweigert haben oder vergessen haben. War auch schon lange her, dass ich das gesagt habe, die Öffnung. Ich bin immer im Jetzt und vergesse alles. Sagt die eine oder andere. Außer. Keiner. Nein, nicht nur in den Brustkorb, unten wieder in den Bauch, sondern mal den Bauch nach hinten drücken, ausatmen. Einatmen. Mehr einatmen. Mehr einatmen. Mehr einatmen. Und während wir jetzt still da sitzen, sind wir präsent, sind also Präsenz. Also wir träumen nicht weg in mentale oder emotionale Träume, sondern sind uns des Bewusstseins bewusst.
zuerst ein Ich-Bewusstsein, und wie bewusst Ihr Nachbar, Ihr Nachbarin jetzt gerade ist, wissen Sie ja nicht. Aber Ihres Ich-Bewusstseins sind Sie sich bewusst. Bitte schließen Sie die Augen. Bewusstsein ist sich des Körpers bewusst. Sie spüren Ihren Popo auf dem Boden, auf dem Stuhl. Spüren Ihre Hände, vielleicht sind sie gefaltet oder auf dem Oberschenkel. Spüren den Atem an der Nasenspitze. Bewusstsein hört Geräusche, meine Stimme natürlich auch, aber andere Geräusche im Raum. Ein Flugzeug. Wenn ich jetzt eine Zeit lang nichts spreche, nichts sage, dann wird Ihr Geist Ihnen gleich wieder etwas anbieten. Wir haben Kellner im Restaurant, aber wollen Sie jetzt was essen? Ja, brauchen wir jetzt nichts. Verweilen beim Bewusstsein selbst. Der Geist kann nicht ohne Sie. Und wie auch immer die Geschichte ist, wie interessant oder wie langweilig, er will Ihnen den Frieden rauben, den Sie sind. Frieden ist jetzt offenbar, offensichtlich. Sie brauchen nichts, sie wollen nichts, sie wollen nichts loswerden, nichts haben, nichts müssen, nichts sollen, nichts wollen. Bewusstsein genügt. Ist Erfüllung genug? Bewusstsein ist Zufriedenheit.
der eine oder die andere spürt eine unbändige Freude auf Wallen. Der eine oder die andere spürt gar nichts. Okay, aber Bewusstsein ist hier. Bewusstsein ist Freude empfindet oder nichts. Entspannte Bauchatmung. Korrigieren Sie ruhig Ihre Haltung, wenn Sie noch entspannter sitzen könnten. Von den Gürtel öffnen, fällt der Bauch zu sehr spannend. Machen Sie den Nacken schön lang, indem Sie das Kinn ein wenig anziehen. Befreien dann hinten den Nacken und die Energie kann besser abfließen vom Kopf in den Torso. Spannen Sie die Gesichtsmuskeln, malen Sie den Unterkiefer ein wenig nach links und rechts. Ganz viele haben da ganz starke Spannung drin. Kein Wunder, ist der Ausblick aufs Leben etwas verbissen. Haben einige gelächelt oder gelacht, das wollte ich eigentlich gar nicht initiieren. Weil dann glaubt ihr Körper, ihm geht's gut. Und sie lächeln. Wie Sie wissen, kann Ihr Körper ja nicht unterscheiden, das Gehirn, ob Sie wirklich gut drauf sind, wenn Sie lächeln, oder ob Sie es vortäuschen. Deswegen machen wir das jetzt auch mal. Wir täuschen uns einfach mal Glückseligkeit vor. Oder wir sind ja glückselig, je nachdem. Das ist bei Ihrer Sache. So 50% von Ihnen lächeln wirklich, die anderen? Nein, das ist nicht Lächeln. Also mit versteinertem Gesicht da sitzen, das ist nicht Lächeln, das ist versteinert sein. Wenn Sie da jetzt keine Spannung spüren in Ihren Wangen, also so hochziehen, dann ist das nicht Lächeln.
Ist das wirklich so wichtig, was ihr gerade denken kann? Nein. Also, wir richten das Bewusstsein auf Bewusstsein selbst aus. Nicht schlimm, wenn ein Gedanke auftaucht oder Traum oder Gefühl, das auch wieder nicht. Jedoch sind wir uns des Bewusstseins bewusst, in dem Gedanke erscheinen, dem Gefühle aufwallen. Rechte Hand an die Stirn legen bitte und an die Stirn, nicht an die Schläfe, habe ich gesagt, Ralf. Stirn, ja, das ist das da. Das ist kein Deutsch, oder? Sehr gut. Zeigt er mir den Vogel hier. An die Stirn und schön über den Kopf streichen, wie sie einem geliebten Kind über den Kopf streichen. Sie sind das geliebte Kind. Zeigen sich anerkennen und streicheln sich dafür, dass sie Zeit für sich nehmen, sich Frieden erlauben, gut gemacht, brav lieb, super drauf, wenn sie auch ein bisschen tätschen, top. Durchs Universum in rasender Geschwindigkeit kriegt die Kurve ohne unser Zutun. Und wenn sie in dieser heiteren Gelassenheit sitzen, Präsenz hier ist, so ein lichtvolles Bewusstsein, formlos, unbegrenzt, undefiniert, aber ich nenne es trotzdem liebevoll. Das ist ihr natürlicher Seinszustand. Natur.
das jetzt gepaart ist mit Glück, Seligkeit oder lichtvollen Manifestationen oder was auch immer. Bleiben Sie das Bewusstsein, seien Sie das Bewusstsein, in dem jegliche Manifestation geschieht. Und meine Erkenntnis ist, dass das dieses liebevolle, friedliche, leuchtende Jetzt, das ewige Leben ist. Sahaj Samadhi, natürliche Erleuchtung. Das Leuchten aus sich selbst, in sich selbst. Jetztlich, zeitlos, grundlos, immerwährend.
sein ohne ein zweites Einssein. Keine Geschichte, no story, no past, keine Vergangenheit, no future, keine Zukunft. Präsenz. Bewusstsein. Erfüllung. Entspannte Bauchatmung. Sollte ich feststellen, dass ich wieder am Träumen bin, dann
kann ich Atma Vichara anwenden, Selbstergründung. Wer bin ich? In wem taucht Gedanke auf? Wer fühlt? Wer träumt? Wer ist dieses Ich? Wer bin ich? Am I? Nanyar. Oh, yeah.